Und damit herzlich willkommen zur zweiten Mission des ersten Scharmützelpfads von, gute Frage, vielleicht nur einem, vielleicht auch mehreren, wird sich zeigen für die Zukunft, aber erstmal dem Pfad des Krieges. Und ja, der bescheidene Drache. Haben wir letztes Mal schon reingeschaut, wir haben drei Hühner, 1, 2, 3, also 1, 2, 3 überspringen, wir könnten bis hierher, aber ich glaube, ich werde die Hühner nicht benutzen. Also andererseits ist es zwar immer ganz nett, das habe ich in Crusader immer wieder gern gemacht, um vorzuspähen, was mich erwartet. Aber ich lasse mich einfach überraschen. Wir bleiben einfach mal bei schwer. Letztes Mal haben wir es ja ganz, also wirklich ganz knapp noch geschafft. Dementsprechend versuche ich es einfach weiter. Und genau, gegen Quincy Wang spielen wir gleiche Startboni. Mit einer relativ ausgeglichenen Karte und einer Schildkröte in der Mitte. Sollte, denke ich mal, nicht das Problem sein. Der Reformator, in Klammern extrem, Ausrufezeichen. Der extreme Reformator. Reformator 2. Tag der Huang-Rechnung. ja, wir wollen Holz, wir wollen Eisen, wir kriegen alles hier. Gut. Platziert euren Kornspeicher, Exzellenz. Schauen wir doch mal. Ich hätte gerne. Oh je, was ist denn los? Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Einen Moment kurz. So, da werden wir wieder. Ich habe eben mal kurz gecheckt, ob irgendwas großartig Rechenleistung bei mir wegnimmt. Also eigentlich nicht, aber ich habe einfach mal noch ein bisschen was im Hintergrund geschlossen, was nerven könnte. Die ganzen Hentais können ja noch warten. Das erinnert mich an diesen einen Streamer, habe ich mal so einen Ausschnitt gesehen. Wo alle Leute gefragt haben, was befindet sich eigentlich im Hentai-Folder? Und also, was befindet sich wohl im Hentai-Folder? Ja, was wohl? Hat er mir aufgemacht, waren sogar zensiert in dem Video. Womit habt ihr eigentlich gerechnet? ja, gut. Wir wollen aufbauen. Das klingt erstmal ganz gut. Eine Nachricht von Qin Chi Wang. Was willst denn du? Ihr wurdet weich und schwach geboren. Heute werdet ihr hart und steif sterben. Ach ja, stimmt. Ich hätte deine Sprüche ja fast vermisst, aber auch nur fast. Ist mir gerade eingefallen. Gut, wenigstens bleiben wir so halbwegs. Bei der Thematik, würde ich sagen. Finde ich gut. Eine Ringelmauer. Ich versuche einfach mal das Wichtigste einzuschließen, die anderen Sachen so relativ nah dran außenrum. Ich glaube, das ist gar keine so. Also es gibt schlechtere Ideen als das. Bogenschützen wären keine so schlechte Idee, habe ich gehört. Aber Armbrustschützen vor allem, weil Quincy Wang sitzt ja vor allem auf gepanzerte Einheiten. Ja. Ausnahmsweise selbst spielen, ne? Im Übrigen, ja, ist jetzt ja schon die ganze... Wie viel ist da bitte drauf? Ist ja Wahnsinn. Wann hat er sie sich geholt oder hat er die... Ich versuche die einfach mal auf einen netten Weg einzunehmen. Ich habe sogar eine Vorteilsposition, ne? Obwohl, ich meine, ich könnte es unten erreichen, aber könnte mich da abschießen. Dementsprechend, die Karte ist unausgeglichen, aber ich würde nicht sagen, dass jemand im Vorteil ist, großartig. Weil ich habe eigentlich mehr Fläche. Oh, nee, sie ist unausgeglichen, okay. Er hat nur ein bisschen Stein hier. Ich habe viel mehr Ressourcen in meiner Nähe. Selbst wenn er mich hier abschießen kann, wenn ich das hier bauen kann, und er den Höhenvorteil hat, der Ressourcenvorteil ist nicht von der Weiß zu händen. Ja. Mach einfach mal zwei Konsulate hin. Kaffeekonsulate, bitte. Zwei Kaffeekonsulate, bitte. Ich bin mir noch unsicher, wie ich meine Bogen bauen soll. Ich glaube, ich finde... Konsulate können eigentlich auch raus. Ich bin echt überlegen, nur Kornspeicher, Waffenindustrie, so grundsätzliche Waffenindustrie und sowas so reinzuhauen, dass das... genau. Selbst Häuser kommen raus. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Das Vorratslager natürlich auch drin, damit ja... Obwohl, das kann ja nicht geplündert werden, ne? Rein theoretisch könnte das Vorratslager... Okay, es wäre natürlich doof für die Waffenindustrie, wenn das jetzt mal raus sollte, aber das Vorratslager ist eigentlich kein...
Gefahrenpunkt, ne? Also es ist nicht so, dass die Gegner mir jetzt das Vorratslager wegreißen können oder irgendwie plündern oder sonst irgendwas. Das könnte eigentlich einfach draußen stehen. Und mir kann das eigentlich total am allerwertesten vorbeigehen. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Bla, ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern, Eure Hoheit. Ich glaube, kein ich sollte Teehaus mal... gebaut. So. Ich hoffe, so haut's jetzt hin. Erstmal. Ich meine, Tee wäre natürlich auch eine Idee, wie jemand schon mal gemeint hat, dass ich vielleicht nur Tee draußen mache und dann vielleicht ein Teehaus hier in der Nähe baue oder so. Gute Frage. Schauen wir mal, was sagt denn hier der Spaß? Hey, es fehlt gar nicht mehr so viel. Jetzt mit meinen zwei Kaffeekonsulate kriege ich da bestimmt genug Punkte, dass ich dann gleich die Schildkröte habe. Und wenn ich die schon habe, bevor er angreift, dann ist ja alles gut. Da der auch nur mit 1000 Gold startet, wird er mich so schnell nicht angreifen. Dann muss ich auch überhaupt erstmal aufbauen. Ah, endlich. Achso, jetzt zu dem, was ich schon eigentlich länger mal loswerden wollte. Letztes Mal hatte ich eigentlich beim KI-Kampf quasi der ersten Mission genug Zeit, das anzusprechen, aber hab's aber irgendwie wieder vergessen spontan. Und zwar gibt es Neuigkeiten bezüglich Stronghold, dem Stronghold Community Patch und Firefly und vielleicht möglichen Gedanken eines Stronghold 1 Remasters oder so einer Definitive Edition oder sonst irgendwas, weil ich habe jetzt einfach mal die Möglichkeit genutzt. Ich bin ein bisschen mit Firefly in Kontakt, das habe ich ja schon mal erwähnt. Und habe auch ein bisschen hin und her geschrieben, gerade jetzt wegen Stronghold Warlords und der Partnerschaft da und was wir so gemacht haben. Und jetzt bin ich dann einfach mal mit der Tür ins Haus gefallen und habe gemeint, hey, ihr kennt bestimmt den inoffiziellen Patch. Und ich bin dann wirklich mal hin und habe gemeint, hier, es gibt diesen inoffiziellen Patch, kennt ihr garantiert. Was haltet ihr davon? Und ich kann die euch sehr schwer ans Herz legen, solltet ihr jemals an einem Remaster arbeiten wollen, dass ihr das Team mit reinholt, weil die kennen sich jetzt mittlerweile mit der Materie aus und die kennen den Quellcode wahrscheinlich schon besser als ihr. Gut, so gemein habe ich das jetzt nicht gesagt, aber quasi, wenn man ehrlich sein soll, wahrscheinlich ja. Und ich habe auch eine Antwort bekommen tatsächlich. Hat ein bisschen gedauert, ein paar Wochen. Und kurz darauf, kurz nach dieser Antwort, haben die dann auch das Vorstellungsvideo zum Community-Patch gemacht. Ich glaube mal, mein Nachdruck hatte auch ein bisschen gewirkt, was das angeht. Und die haben gemeint, ja, sie haben von dem Community-Patch schon gehört. Und jetzt kommt der interessante Part, wie ich finde. Die haben gemeint, die Idee grundsätzlich mit den zusammenzuarbeiten gefällt ihnen. Und sollten sie mit der Idee eines Remasters spielen, also sollten sie jemals mal einen Remaster in Erwägung ziehen, dann werden die sich das auf jeden Fall vormerken. Gut, okay, das ist jetzt ein typisches Ja, vielleicht, wenn. Also man kann es natürlich so deuten im Sinne von, das ist jetzt PR-Speech und sie sagen, wollen einfach nur jetzt nicht die Fans vors Gesicht schlagen und wollen jetzt einfach nicht Nein sagen, aber für mich hat es sich nicht nach einem eindeutigen Nein angehört und wie ich so zwischen den Zeilen lese und für gewöhnlich kann ich relativ gut zwischen den Zeilen lesen. Ich sehe gerade. Wir haben kein Schwein mehr gehabt. Ja, kommt mal wieder ran. Gehorsam fordern. Dankeschön. Ah ja, so wie ich zwischen den Zeilen gelesen habe, es hat sich für mich nicht nach einem angehört, das würden wir niemals machen. Weil es gibt ja einige Leute, die gesagt haben, Firefly wird nie wieder... Dieses Gebäude hat keine Arbeiterhoheit. Firefly wird nie wieder irgendwas mit den alten Teilen machen. Es gab einige, die sind sehr, sehr überzeugt, dass Firefly nie wieder die alten Teile anrührt und nur noch den 3D-Pfad geht, beziehungsweise mit diesen neuen Spielen macht. Und ganz ehrlich, alles, was ich da rausgelesen habe, das hat sich nicht nach diesem eindeutigen Nein angehört. Ich habe diese Länder nicht vereint, damit du sie mir stehlen kannst. Aber ja, man kann auf jeden Fall gespannt sein, was die Zukunft angeht, weil, sind wir mal ganz ehrlich, das geht an Firefly auch nicht vorbei. Ihr werdet auf euren Bäuchen vor mir kriechen, wie die Schlangen, die ihr seid. Auf meinen Bäuchen? So, ich stelle mir gerade vor, wie so eine Robbe, einfach nur so wupp, wupp, wupp. Es geht an Firefly garantiert nicht vorbei. Ich meine, man sieht es ja fast überall.
Man sieht fast überall, dass die Leute schreiben, hey, hier, wie sieht's denn aus mit dem Stronghold 1 Remastered oder was ist mit den alten Teilen, 2D-Teilen? Und man erkennt den Tenor schon raus und Firefly wird das garantiert mitbekommen. Und gerade jetzt, wo sie auch noch das Angebot bekommen haben, dass sie vielleicht vieles von dieser Arbeit outsourcen können an dieses Team, eben weil die sich schon so gut mit der ganzen Materie auskennen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die jetzt wirklich sehr stark überlegen in diese Richtung. Und von allem, was ich rausgehört habe, haben sie es eben jetzt nicht komplett ausgeschlossen, wie viele Leute gedacht haben, dass sie gesagt haben, die wollen garantiert nie wieder was damit machen. Für mich hat sich es eher so angehört wie ein, gute Idee. Ich würde das mal jetzt nicht unbedingt in den Papierkorb werfen und so. Genau das hoffe ich auch. Kann natürlich auch überhaupt nichts bei rauskommen, aber es hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht, muss ich sagen. Durchaus, durchaus. Was macht denn die Schildkröte so? Besser. Also mit nur 1000 Stadtgütern ist es schon echt happig. So, Reis könnte besser sein. Eine Nachricht von Chin Chie Wang. Tötet alle im Inneren. Zeigt keine Gnade und verschont niemanden. Was ist mit den Leuten, die außen sind? Der Mann stellt die Fragen, ne? Doch recht schade, wenn dann mal ein bisschen auf den Sack gehen würden. Komm. Ein paar Stammeskrieger könnten dafür doch reichen. Kommt mal rüber. Bina Golada. So, jetzt nochmal ein paar Schwerter. Und dann mache ich einfach mal ein bisschen Farm kaputt. Komm. Muss ja nicht nur die KI-Störangriffe machen können. Dürfen, tun. Ja, das tut aber schon weh, ne? Die ganzen Pfeilgebäude. Aber solange ich was kaputt bekomme, ist ja alles gut. Vor welchen Toren eigentlich? Du meinst eher vor deinem Loch? Ah. Ah, alles klar. Wir brauchen keine Gefangenen. Richtet sie alle hin. Okay, ich wollte jetzt ein Teehäuschen. Toll. Na egal. Dann können wir eigentlich mal sagen. Mögen die Teespiele beginnen. Ist jetzt nicht wirklich Platz für Türme, aber ich bitte euch. Überbewerteter Schnickschnack. Das reicht aber nicht mehr. Toll, mit dem Tee kann ich aktuell nicht mal wirklich was anfangen. Sei nicht, erhöht die Reisration, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hinhaut. Mach mal einfach mal. Wie ihr wünscht. Die Männer bemauern bitte. Dankeschön. Ich könnte sogar mal reparieren. Wie ihr wünscht. Ja, jetzt kommen nämlich auch ein paar Ola. Jetzt kommen schon die gepanzerten Truppen. Ich bräuchte dafür eigentlich mal eine Feuerlanze. Auf der Mauer, auf der Lauer hockt er mit der Lanze. Der Feind nähert sich. General! Kommen wir mal ran. Brenne ein bisschen. Ich meine, ich könnte da unten auch ein Tribut. Das könnte ich natürlich tun. Ihr seid der General. Wirklich? Doch, danke, dass du mich erinnert hast. Ich habe schon wieder vergessen. Feuer! Nicht! Junge! Ah, irgendwie sind die nicht allzu gut. Okay, ich glaube, es funktioniert auch so. Hey, wollen manchmal nicht so schnell schießen, wie ich. Selbst Krieger aus Lehm würden besser kämpfen als diese Hunde. Samurai Lance hier.
Eine schnelle, schwere, gepanzerte Unterstützungseinheit mit einem schwachen Angriff. Berittene Truppen in der Nähe erhalten einen Schadensbonus. Die sind neu. Samurai-Reiter quasi. Die Reiter in der Nähe buffen. Also gerade so schwere Kavallerie. Ich meine, ich produziere eh gerade Schwerter. Komm, mach mal einen Stall dazu. Dann würde ich mal, die würde ich mir gerne mal angucken wollen, Toten. Ah, ja, ja, geil. Nee, mit den Steuern klappt das nicht. Bleib mal erstmal so. Hier fühle ich mich. Ich bin echt immer mehr am Überlegen. Ich meine, klar, viele haben gesagt, zumindest Tee viel, aber ich bin echt am Überlegen, ob es sich überhaupt so großartig lohnt, jetzt hier Nahrungsindustrie zu machen, mit der Beliebtheit so oft, wie das hier gerne mal schwankt, weil ich einfach nur alles auf Industrie stecke. Dann übersagt viel mehr in die Minen und Steinbrüche und Salpeterminen und so. Dann spare ich mir die Arbeitskräfte und setze dafür lieber ein. Vor allem Salpeter soll ja viel Geld bringen. Leichte Steuern reichen ja aus. Plus den Häuserbonus. Hey! Hollele. Oh, Wasserpeter oder sollte man Schwarzpulver draus machen? Die Kleidungsindustrie ist eine gute Frage, ob die sich wirklich lohnt, weil das jetzt auch nicht so viel Beliebtheit, die bei Perum kommt, ne? Das ist alles so ziemlich vergleichbar mit Bier in Stronghold 1, wo man sagt, okay, es ist ein Bonus, aber es lohnt sich nicht unbedingt extra die ganze Kette dafür zu machen für den +4er-Bonus. Während man bei Stronghold Crusader bei der 8er-Bonus dann so stark war, dass man Bier immer machen muss, regelrecht, wenn man effektiv spielen will. Ja, irgendwie fehlt da noch so ein bisschen. Die Sachen könnten echt ein bisschen stärker sein. Mehr Burgpower. Ah. Samurai-Lenz hier. Auf euren Befehl. Ohlala. Okay, von den Punkten geht. Obwohl, schwacher Angriff. Die haben den gleiche Angriffsstärke wie die imperiale Kavallerie. Zeigt mir den Weg. Und so, sogar so richtig fort. Schnell. Dort lang. Ich bin hier. Geschwindigkeit 5. Auf jeden Fall schneller als die Kavallerie. Klar, die Kavallerie hat ihren Charge-Bonus. Das bedeutet, dass man diese Lenz hier, wenn man auch den Mobilitätsbonus nutzen will, die einfach mit Lanzenreitern dazu schickt. Los! Ich meine, die normalen Lanzenreiter sind jetzt nicht besonders stark, aber mit dem Schadensbonus, ich glaube, das könnte funktionieren. Weil die imperialen Reiter wären dann zu langsam. Ich meine, klar, würde trotzdem noch funktionieren, aber man würde viel vom Geschwindigkeitspotenzial aufgeben. Mit flinken Füßen. Eher Hufen. Stehe zu euren Diensten. Das würde mich auch mal interessieren. Wir warten auf euch. Reitet Hunde! Ich bin hier. Sofort. Die Pferde sind bereit. Stimmt das wirklich? Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Haben die jetzt einen Schadensbonus für ihren Nahkampfangriff oder wirklich... Oh Mann. Ich fand sowieso, dass die Briten Bogenschützen schon fast ein bisschen zu stark sind. Die sind stärker als normale Bogenschützen. Noch sehr präziser. Die können wirklich effektiv räumen. Wenn dieser Schadensbonus wirklich für den Fernkampfangriff zählt... Alter Falter, dann werden berittene Bogenschützen ja nochmal krasser. Los geht's. Uff. Ich kann mir vorstellen, dass das echt für den... Das ist dann heftig. Verstanden. Aber du, auch mit 5, das ist eigentlich ideal, dass man die mit leichten Reitern zusammenschickt und die dann dementsprechend natürlich auch... Immer weiter. Sofort. Ich würde gerne mal... Ich bräuchte fast mal jetzt einen oder anderen Freiwilligen, indem ich das ausprobieren kann. Ein Pfeilschuss ohne und ein Pfeilschuss mit dem Schadensbonus. Bereit. Lauf. Aber es ist jetzt gerade mit dem Pfeilhagel. So eine Sache. Verstanden. Ja. Nähert sich. Nicht genügend Waren. Wir werden angegriffen. Ich glaube, hier gibt es keinen Durchgang, ne? Ihr benötigt Waffen, Hoheit.
Okay, dann würde ich mal sagen. Alle Ländereien unter dem großen, weiten Himmel gehören mir. Auch deine. Sagte er und kratzte sich am. Okay, das mit dem. Dass es sich nicht reimt, hatten wir ja schon. Horn, wenn man. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Dann kann ich dir ein bisschen auf den Sack gehen, indem ich dich einfach von der Seite mit Tribocken beschieße. Ha! Das wird dir bestimmt nicht gefallen, unserem Herrn Jezorn. Obwohl, so eine Rakete? Aber andererseits, ich glaube, das Feuer kann hier nicht übergreifen und hier sind nur Holzverlöten. Das heißt, es ist gar nicht mal so effektiv, wie ich es gerne hätte. Und Tribock ist halt ultra teuer. Ich bin echt noch ein bisschen zwiegespalten, was Effizienz von höheren Steuern angeht. Andererseits jetzt Ressourcen zu verkaufen. Jawohl, ja, doch, kann schon gut was bringen, wenn sich's gut ansammelt. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit. Das ist thematisch mal. Fernkampfbelagerungsgerät. Ist unterwegs. Typisch deutsches bürokratisches Wort, ey. Fernkampfbelagerungsgerät, Überwachungsgesetz. Ey! Sofort! Los! Das mit dem brennenden Bogenschützen möchte ich aber auch mal probieren. Ich meine, ich wenn es spürbar mehr Schaden ist, würde ich das eigentlich merken. Mit flinken Füßen. Feuer! Ihr werdet auf euren Bäuchen vor mir kriechen, wie die Schlangen, die ihr seid. Sofort! Mit flinken Füßen. Nee, ich geh mal wieder. Voran! Los! Ich wollte gerade sagen, was schießt denn da? Das bin ja ich. Irgendwie interessant. Also, die hört sich so an, als wären die Sprüche nicht dafür gedacht, dass sie auf dem Pferd sitzt. Weil man so lauft, sagt und mit flinken Füßen und statt reitet. Und die Feuerlanzenreiter sind zu Fuß unterwegs und die labern immer, als wären das Reiter. Und meine Feuerlanzenreiter, ich meine. Das ist jetzt auch eine Einheit, die bei Age of Empires 4 herkommen soll. Das sind ja wirklich Reiter. Ich könnte mir vorstellen, dass die ursprünglich als Reiter designt waren, das dann irgendwie vergessen haben zwischenzeitlich. Und dann, ja gut, das sind die halt einfach so. Vielleicht, wenn man sich gedacht hat, nee, wir hätten die lieber, dass man die auch auf Mauern stationieren kann oder sonst irgendwas. Bringt uns zur Belagerung! Ziemlich kacke. Die Häuser sind bestimmt teuer, mein Freund. Tribok ist da! Wo ist der Tribok? Da ist der Tribok. Wo ist der Tribok? Da ist der Tribok. Okay, also. Ja, Hier geht dann langsam runter, aber ich kann ja mal trotzdem alles über einen gewissen Wert nachkaufen. Gleiches beim Reis. Dann sage ich einfach mal noch eins höher, weniger. Ich glaube, ich lasse es so, wie es ist. Aber bitte alles verkaufen an Salpeter. Da werde ich gar nichts verwenden. Ich meine... Schwarzpulver. Ich glaube, Schwarzpulver war doch auch wirklich wertvoll zu verkaufen. Ne? Dass wir das weiterverarbeiten. Das könnte sich durchaus lohnen, dass wir so eine weiterverarbeitende Industrie machen. Weil selbst wenn wir es nicht nutzen, ich glaube, das hat sich gelohnt. Aber erstmal wirklich Stadtinvestment. Das ist nicht ohne. Aber wenn sich dann auszahlt, dann bin ich ja glücklich. Wenn nicht, dann bin ich nicht glücklich. So, mein Standpunkt ist dargelegt. Brrrn. Wie ihr wünscht. Und wie ich das wünsche. So, wie sehe ich, wie ich jetzt ständig im Menü bin. Überschreiben? Bereit für den Kampf!
Hui. Bumm. So, Eisen können wir mal alles über 10 verkaufen. Stein alles über, sagen wir mal, 89. 80. Genau. Ist jetzt nicht wirklich symmetrisch mit den Türmen, aber hey, ich werde sie eh nicht brauchen. Dafür haben wir unseren Schildkrötenlord. Den Herrn der Schildkröten. Wohlgemerkt. Okay, ja, wisst ihr was, wir können auch mal schon mit der Spielgeschwindigkeit ein bisschen hochgehen. So, noch immer noch einen zweiten Tribok. Wenn man schon so gut schießen kann, ne? Wäre ein Verbrechen, das nicht zu nutzen. Vorwärts mit dem Tribok. Tribok ist in Bewegung. So. Obwohl, wisst ihr was, schießt den Turm kaputt, da sind jetzt viele Truppen drauf. Du kommst mal ein bisschen näher ran, dass du da besser treffen kannst. Vorsichtig auch wegen dem Gerät hier. Geräte? Und sonst eben noch Schwertkämpfe. Und in der Gegnerschwerte. Das Beste zum Kontern wären da entweder wirklich viele Feuerlanzen oder an sich Feuer zu machen oder eben selbst Schwertkämpfer zu haben. Gut, Samurai wären nochmal stärker, aber halt auch übel teuer. Ah, mit den Tribocken dauert es halt ein bisschen. Das ist nicht mehr diese eierwollende Legsaumilch wie von damals. Ich glaube, da können wir immer noch weitere Schwarzpulver herstellen. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Was? Hui. Ich glaube, das geht auch ins Geld, ne? Tribok ist bereit. Hui. Vor allem dieses Ding immer nachzubauen, das kostet ja wirklich, ne? Die Dinger sind ja 300 Gold. Oh, nur noch 5 Schwarzpulver. Ja, das geht gut ins Geld, das Ding nachzubauen jedes Mal. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit. Eine Nachricht von Chinche Wang. Tötet alle im Inneren. Zeigt keine Gnade und verschont niemanden. Also meinst du in deinem Inneren? Ja, dann bitte. Dann lass dich nicht stören. Ihr wagt es, Hand an die kaiserlichen Mauern zu legen? Tribok ist da. Hui. Ja, die halten durchaus was aus. Also es ist nicht so, dass jetzt ein gezielter Schuss das ganze Ding kaputt macht. Die Tribocker sind schon wirklich spürbar schwächer. Also für die große Reichweite ist es auch fair, würde ich sagen. Tribok ist da. Und dass sie auch noch so teuer sind. Finde ich durchaus angemessen. Es sind fremde Diplomaten angekommen. Scheiß ist hier. Dorthin können wir nicht. Hoch mit euch. Das war knapp. Erstmal den Fahrradboten vorbeigeschickt. Ah, Errungenschaft, diplomatische Beziehungen. Ich glaube, ich trinke einen schönen Becher Tee, Hoheit. Ich glaube, das interessiert mich relativ wenig. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit. Ich glaube, die T-Steuer muss wieder erhöht werden. Bringen Politiker nie auf falsche Gedanken. Geh niemals her zu irgendjemandem, der über irgendwas Macht oder Kontrolle hat und bring ihn auf dumme Ideen. Da
Keine gute Idee. Tribok ist da. Hui. Boah, also wenn der... Das wäre echt mega fatal. Wenn es darauf hinausläuft, dass der jetzt plötzlich übernommen wird. Das hätte jetzt richtig böse enden können. Oh, ein neuer Turm. Das ist ja drollig. Der neue Bade ist wirklich rollig. Oh la la. Ich meine, wir können auch von anderen Stellen schießen. Wenn er schon so eine schön erhöhte Position hat, ne? Komme ich da nicht... ich hoffe, ich komme da durch ohne... Obwohl, ich kann ja Schutzwände mitnehmen. Also bei der Geschwindigkeit ist das interessant. Ich komme da schon hin. Das ist gut. Unterwegs. Tut trotzdem weh. Was kann ich beschützen? Euer Schild. Die Tribocke, bitte. Danke. Nachricht von Qin Chi Wang. Ihr wagt es, Hand an die kaiserlichen Mauern zu legen? Schutzwände stehen euch zu Diensten. Wo ist die Front? Schutzwände stehen euch zu Diensten. Bringt uns zum Kampfgeschehen. Unterwegs. Der Feind nähert sich. Wo ist die Front? Wer muss beschützt werden? Genau. Zweifelsohne. Ich wollte gerade sagen, warum sind wir plötzlich so schnell? Aber ja, klar, Spielgeschwindigkeit. Ich bin hier. Hui. Was kann ich beschützen? Wir werden angegriffen. Vorwärts mit dem Tribok. Oh, da war irgendwo Feuerlanzen gerade. Bereit für den Kampf. Ich hätte gerne dieses Tor offen, danke. Ah. Ihr benötigt Waffen, Ihre Hoheit. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit. So. Wenn das Tor auch noch offen ist, dann könnte ich ein bisschen Stress machen. Und zwar mit... Krieg ist das Fest des Todes. Heute wird er reichlich... Habe ich gar keine gepanzerten Reiter mehr? Habe ich die alle verloren in dem Kampf eben? Ah ne, da hinten sind sie. Na komm, du mal einfach mal alle Reiter zusammen. Warum? Ah, jetzt. Verstanden. Ihr seid eine Sondergruppe. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Hui. Bringt uns zur Belagerung. Pfeile kann ich immer hergehen und ein paar Waffen kaufen, dass es schneller geht. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Weil als weitere Einsatzgruppe hätte ich gerne Bannerträger, alle beide und alle von euch. Vielleicht noch ein paar Schilde dazu. Dann mache ich noch eine Bogenschützen-Einsatzgruppe. Ihr wagt es, Hand an die kaiserlichen Mauern zu legen? Schutzschilde, Bogenschützen, Armbrustschützen. Und jetzt stellen wir mal alles in Position. So, schnelle Geschwindigkeit sollte reichen. Ihr geht rein und macht ein bisschen, stiftet ein bisschen Chaos. Bogenschützen vor. Los geht's. Befehle. So, jetzt machen wir einfach ein bisschen Chaos. Dass selbst wenn es nicht funktioniert, haben wir noch die Operation Vererdeter Brand. Ah,
Hat mit den Bannerträgern und allen sollte ich jetzt eigentlich diese ganze Axtmeute ziemlich wegrasieren können. Ja gut, die haben auch Bannerträger dabei. Ah, ich habe noch Armbrustschützen in Position. Ich sollte dafür sorgen, dass der nächste Angriff spätestens der entscheidende ist. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Ah, ich glaube, der wird, sieht schon ganz gut aus. Wir brechen jetzt hier durch. Ja, das war jetzt eigentlich ganz spaßig, so sich so langsam vorzuarbeiten. Wegen seinem Höhenvorteil wollte ich jetzt nicht übertreiben. Ja, Junge, nur weil du gerade auf dem Klo bist, lasse ich dich auch nicht am Leben. Ach stimmt, die habe ich ganz vergessen. So, das müssen wir jetzt eigentlich hinbekommen, wenn ihr auch mal alle angreifen würdet. So schön das mit der Kollision auch ist, aber wenn die Einheiten halt nicht mitdenken und den wirklich auch gescheit eingreifen, könnte es problematisch werden. Ja, wunderbar. Was? Arigato, Mr. Roboto. Errungenschaft freigeschaltet. Hm. Ich meine, er wurde ein bisschen gefährlich anfangs. Hier, anfangs war er mir wirklich sogar überlegen, aber es ist halt eine gute Frage, ob die KI überhaupt cheatet, weil wenn sie cheaten würde, hätte die nicht so gewaltig. Okay, da hat er halt wirklich fast gar keine Ressourcen oben gehabt. Nur ein bisschen Stein, ne? Und da er auch eine große Eisenwirtschaft hat, musste er sich alles zukaufen. Das war halt mega teuer. Aber das ist es ja, wenn die KI nicht cheatet, dann ist das nachvollziehbar. Aber wenn sie cheaten würde, wäre das ja auch halbwegs egal, ne? Von daher bin ich mir echt unsicher, was das angeht. Hm, alles klar. Hätten wir doch geschafft, war doch kinderleicht. Was sagt denn die nächste Mission? Lugen wir mal ganz kurz rein. Oh, zusammen mit Toyotomi Hideyoshi gegen Sun Tzu und Quincy Wang. Auf der Map. Ah, und ich bin unten an der Küste, quasi an der Front. Hideyoshi ist dann, ne? Gut, dann können wir auch mal schauen, dass wir selbst mal mit Samurai und jetzt mit diesen neuen Berittenen, mit diesen berittenen Samurai, mit Kavallerie und so kämpfen. Es könnte ganz interessant werden. Dann wird das sogar ein leichter Vorteil. Sogar ein ziemlich guter Vorteil. Aber gut, da sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur Flussschlacht.